Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War mit der Union. Schlacht um von Fredericksburg. So, ich habe mich zu folgender Taktik entschieden, dass der Hauptangriff mit Heinrich erfolgt. Sekundärangriff, dass die Flanken quasi die guten Corps sind. Das heißt, ich habe den Namen vergessen, aber egal, das zweite Korb ist hier auf der Seite, dritte Korb ist dann die zweite Welle und vierte und fünfte mit Meat sind halt die Reserven, die auch wirklich nicht viel Einheit bieten. Die sind hier die wichtigsten und ich glaube auch, oder ich hoffe auch, dass das die wichtigsten oder richtigen Positionen für meine beiden wichtigsten Generäle sind. Na gut, wir haben den 11. September. September? Dezember. Mann, oh Mann. 1862. Die Regierung drängt uns zur Überquerung des Rapper Hancock, um auf Richmond vorzurücken. Die Stadt Fredericksburg bietet sich als geeigneter Ort für eine Überquerung an. Da sich unsere Armee durch die Eisenbahn hervorragend versorgen lässt. Bürokratische Umstände verzögerten die Ankunft der notwendigen Pontonbrücken, so dass Lee wertvolle Zeit gewann, um das Gebiet zu verstärken und seine Stellung zu befestigen. Während unsere Pioniere versuchen, die Brücken zu errichten, werden sie fortlaufend von Scharfschützen der Konföderierten beschossen, was uns noch mehr wertvolle Zeit kostet. Am 11. Dezember 1862 kann unsere Armee den Rapper Hancock endlich überqueren. Auf der anderen Seite hat sich die gesamte konföderierte Nord-Virginia-Armee verschanzt und besetzt die Höhen südlich der Stadt. Ja, das wird ein reines Fest. Historisch, glaube ich, war das auch. Die Union hat es erobert ein paar Tage. Ich glaube, Weihnachten dort verbracht, Neujahr dort verbracht. Und danach haben sich die Konföderierten das wieder zurückgeholt. Oder haben sie sich zurückgezogen? Ich weiß es nicht mehr genau. So, starten wir mal die Schlacht. Ah, die Potomac-Brücken. Ja, die Armee, die Potomac-Armee bereitet sich darauf vor, den Rapper Hancock bei Fredericksburg zu überqueren. Die Konföderierten haben alle Brücken zerstört. Doch unsere Pioniere errichten derzeit Potomac-Brücken. Die Rebellen versammeln unsere Pioniere mit ihren Scharfschützen. Was? Langsam die versammeln. Mann, oh Mann. Also nochmal, die Rebellen verlangsamen unsere Pioniere mit ihren Scharfschützen, aber unsere Männer machen die Fortschritte und vervollständigen bald zwei Brücken mit diesem Abschnitt. Wahrscheinlich haben sie so viele Leute, die werden reihenweise erschossen. Guck mal her. Jetzt bin ich mal böse und sag mal, guck mal her, ihr Schwarzen. Ihr wollt ja Freiheit haben, ne? Dann baut mal schnell die Brücke. Ah ja, dann ist der Fluss voller Leichen. In ein paar hundert Metern Entfernung bauen wir eine weitere Brücke. Im Osten werden drei Brücken gebaut, um das südliche Gebiet der Stadt zu kontrollieren. Ja, es wird wie ein kleines Schlachtfeld. Oh Gott, wir werden den Hauptangriff von dieser Seite ausführen, vorstoßen und die rechte Flanke der Rebellen vernichten. Prospect Hill wird von der Konföderierten schwer verteidigt, aber wenn wir ihn einnehmen können, ist das ein entscheidender Sieg. Dieser Hügel überblickt die Eisenbahn. Achso, hier ist die Eisenbahn. Die konföderierte Armee mit Vorräten versorgt und einen schnellen Transportweg nach Richmond garantiert. Das Zentrum der konföderierten Streitkräfte befindet sich auf diesem Hügel, der die Telegraph Road sichert. Das Gelände ist unwegsam und militärisch gut befestigt. Ein Angriff ist hier nicht zu empfehlen, wenn eher von der Seite. Die Marys Highs kontrollieren die linke Flanke der Konföderierten. Hier befinden sich schwer befestigte Stellungen.
Wir sollten die Mary Heights angreifen, um Streitkräfte abzulenken, während wir ihre rechte Flanke überwältigen. Ja. Wenn es nichts weiteres ist. Merkur, Scharfschützen beschießen unsere Pioniere. Das sagen sie jetzt schon zum dritten Mal. Wir zwingen die Konfederierten dazu, die Stadt aus der Stadt zurückzuziehen. Machen wir das doch mal. Zwingen wir sie doch mal dazu. Upsala. Ich wollte doch nur, dass ihr läuft. Hopp, 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 hopp. Ich sehe sie noch nicht. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Den schicken wir mal vor. Den Nahkämpfer. Wie weit reicht das? Nee, sie können nur bis hier schießen. Das ist irgendwie doof. Also ich hätte mich schon hier so positioniert, dass ich jetzt schon beschossen werde. Ich hoffe, die KI hat das nicht gemacht. Die lässt uns ankommen. Das ist sehr nett von ihr. Komm, weiter, weiter, weiter. Und nun kann der Häuserkampf beginnen. Aber irgendwie sind das mehr Leute. Seitlich. So, von dort ziehen wir sie langsam weg. Ich hole jetzt mal Sherman hierher, einfach nur als Moral. Machen. Wir kriegen ja noch mehr Leute. Das ist irgendwie frech. Ich kriege ja niemanden. Gleich nachrücken. Jetzt sind sie nämlich raus. Jetzt haben sie nämlich keine Deckung. Ich hole mal schnell meinen Wagen. Nicht, dass die jetzt darüber rennen und gleich wiederkommen. Los, gucken wir mal weiter, ein paar Meterchen. Charge. Funktioniert. Los, Munitionswagen, ich brauche jeden Munitionswagen, den wir nur kriegen. So, die haben sich nämlich formiert. Ihr könnt euch gleich hier hinstellen.
Ja, nicht, dass hier wieder reinkommen, das wollen wir nicht, ne? Die sollen schön draußen bleiben. Also, die fallen da wie die Fliegen gerade. Das gefällt mir. Wir schön in Deckung und die schön am Sterben. So habe ich es immer am liebsten. Warum versuche ich hier nachzurücken, damit die ja nicht mehr in die Stadt kommen? In Fredericksburg, das ist unsere Stadt. Kommen wir ein bisschen von der Seite. Laufen, das ist doch schon mal schön. So. Ah, ich muss den Text mal lesen. Der Widerstand der Rebellen ist stark. Weitere ihrer Einheiten nähern sich, um zu helfen. Ach so, oh, ich dachte, wir kriegen jetzt Verstärkung. Ey. Ja, kommt mal gleich her, Männer. Hier vorne sind Einheiten feindlich. Werden wir jetzt zerquetschen. Sie haben die Stadt Fredericksburg eingenommen. Ja, weiß ich. Jetzt gönne ich mir mal einen Schluck Kaffee. Schöner schwarzer Kaffee, Junge. Lecker. Wir konnten unsere Granaten in die Rebellen... Okay. Schlacht von Fredericksburg, 13. Dezember 1862. Die verbleibenden Konföderierten, die die Stadt verteidigt haben, haben sich auf die Höhen zurückgezogen. Am 12. Dezember hat ein großer Teil unserer Armee auf die andere Seite des Flusses übergesetzt und das Flussufer gesichert. Heute greifen wir an. So. Klingt nach dem Plan. Heute sind wir bereit zum Vorrücken. Sie sollten Ihre Streitkräfte zusammenziehen, um Prospect Hill anzugreifen. Achten Sie auf die Kavallerie der Rebellen zu deren Rechten. Gucken wir mal. Hier ist eine dicke, dicke Befestigung. Und da ist der Punkt, den wir einnehmen müssen. Oh, wie machen wir das am besten? Wie machen wir das am besten? Ich bin am Überlegen. Ich kann mich an diese Schlacht erinnern natürlich. Da waren wir die Konföderierten. Ah, wie habe ich die da geknackt? Ja, hier nicht. Hier Sumpf. Das war's. Hier war auf jeden Fall Sumpf. Das heißt, ihre Artillerie nimmt uns hier quasi auseinander. Wir müssen hier rüberkommen. Hier rüber, über diesen Hügel. Hier ist auch überall Sumpf. Ich bin trotzdem verleitet da. Oh, ey, wie soll ich die denn kriegen? Dieser Drecksumpf. Ich würde gerne hier durchkommen, aber ich weiß jetzt schon, der Sumpf ist mein Tod. Also, der muss hier rüber. Ich werde trotzdem, hier ist der Sumpf am minimalsten, dass wir diese hier wegkriegen. Das macht aber die Armee da oben. Ja, die werden hier erstmal Kaffee trinken, wenn die Zeit es zulässt. Kanonen nach vorne. Oh, Kavallerie brauche ich jetzt nicht unbedingt. Jetzt haben wir hier auch noch Kanönchen. Ja, die Kanonen hier sind eigentlich eher ein Witz.
Wir machen mal das anders. Die ganzen Kanonen, die hier sind. Ganzen Kanonen werden wir hier in den Sumpf bringen. Hoffe ich zumindest. Gibt es hier überhaupt einen Überweg? Der ist da hinten. Wir kommen hier nicht rüber. Scheiße. Könnte den Plan vergessen. Ah. Scheißen Dreck. Dann die Kanonen darüber. Dann spielen wir jetzt Bäumchen wechsel dich. Diese nehmen die Position ein und hier anzugreifen. Und ihr geht durch den Sumpf. Ich hoffe, wir haben genug Zeit dafür. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Gedacht ist wohl, dass wir damit einen Hauptangriff machen. Wir machen das aber nicht damit. Wir ziehen jetzt hier die Einmalreihe rum. Quasi so. Das was bringt, weiß ich nicht. Ich will sie unbedingt von der einen Seite da übernehmen. Angreifen. Das mache ich jetzt nur, um ein bisschen Platz zu sparen. Sieht natürlich ultra scheiße aus. Aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? In der Schlacht zählt jeder Meter. Jeder Meter. So. Ihr geht hier auf diesen Hügel. Na, ihr braucht es eigentlich nicht. Ich sag mal Start Battle und Pause Battle. Wir betteln um Pause. So, die Kanonen hätte ich gerne hier. Die Kavallerie rennt hier in den Wald rein. Über den Fluss müssen wir ja rüberkommen, ne? So. Alle Mann. Laufen. Erstmal grob so die Richtung. So. Die Kanonen hätte ich gerne auf diesen Hügel erstmal. Und die Armee kann da nachrücken. Munitionswagen. Klack. So, und bei euch mache ich es auch erstmal einfach. Ich sage erstmal, kommt mal hierher. Kommt mal dahin. Kommt mal dahin. Dass wir quasi von zwei Seiten angreifen. 3 Stunden haben wir Zeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Wir müssen richtig viel laufen. Ob das alles jetzt so klug ist, was ich hier gemacht habe, weiß ich nicht. Jetzt sehen wir dann noch. Bewegt man den Allerwertesten. Lass doch gerne laufen. Irgendwie bewegen sich nicht alle. Da ist noch irgendwas drin. Raus. Laufen. Kanone, komm. Ah, da sind Einheiten. Als. Was müssen wir mit den Männern hier machen hier? Der Sumpf wird uns verlangsamen, aber damit haben wir ja gerechnet, ne? Hier sind ja immer noch Leute. Was macht ihr denn? Bewegt euren Hintern, faulen Schweine. So. Kannst ja mal hier so Richtung Sumpf gucken, was da so ist. Dann bist du da so. Ihr la ah, ihr lauft. Ja, klar. Komm, ab in den Wald. Kavallerie, kannst du übersetzen. Bitte bis hier vorne. Ja, es ist ein weiter Weg, ich weiß. Es tut mir ja leid. Und der Sumpf wird uns da verlangsamen. Aber solange wir hier Leute im trockenen Boden haben, schwenken wir rum. Und dann ist das auch schon der Hauptangriff da. So. Hier. Attacke. Nee. Hier sind irgendwo Kanonen. Holt die mir weg. Diese Kanonen. Ihr rennt dahin. Männer, grob nach vorne.
Über diesen Fluss, verdammte Scheiße. Kanonen, Feuer auf ihmchen da. Ach du Scheiße. Daran kann ich mich aber nicht erinnern, dass ich da so viele Einheiten hatte. Ach du Scheiße, ist da viel. Wer hat denn die da alle hingepackt? Das ist historisch unkorrekt. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich war damals mit dabei. Verdammte Scheiße, wo kommen die denn her? Ja, gerade schießen wir sie noch zusammen, also... Noch geht's. Ihr könnt ruhig schießen, wenn ihr wollt, also... Tut euch da keinen Zwang an. Hallo, schießt doch mal auf Happen oder wie der heißt. So, weiterrücken, weiterrücken. Weiter. Wir brauchen Platz, wir müssen in den Wald rein. Ich habe keinen Bock, hier auf diesem Sumpfgebiet zu sterben. Kommt hier weiter. Weiter. Hier, ihr dürft auf den erstmal schießen, damit er stirbt. Ganz klare Kante da. So, mal kurz auf Pause machen. Das wird mir gerade ein bisschen zu viel des Guten. So, das heißt, du stellst sie erstmal dahin. Ihr beide. Stellt euch erstmal hier hin. Na? Du komm mal ein bisschen näher. Und ihr auch. Kommt mal einfach rein. Na? Kommt erstmal an. Na? Ist ein schöner Tag zum Sterben. So, hier sind es jetzt auch. Naja. Nicht alle Mann sind da. Einige zögern noch. So, denn jetzt würde ich gerne hier den Hauptangriff starten. Kanonen auf diesen Hügel. Ja, du hast einen weiten Weg. Oh, kommst du alle her? Alle hier hin. Heinrich ist auch da. Munitionswagen ist da. Und, ach, ich warte noch ganz kurz. Ich will erst diesen Wald haben. Der Wald muss uns gehören. Ganz einfache Kiste. Na los, den müssen wir noch zerquetschen da. Der muss laufen. So, die Kanonen. Ziehen wir auch mal durch den Sumpf. Komm hier hin. Warum läuft der nicht? Nahkampf. Oh, der wird. Wir werden da gerade in. Kommen wir ein bisschen in Bredouille. Okay. Der muss Leute abziehen. Der muss Leute abziehen. Wir müssen in den Nahkampf. Auch die Schwachen müssen nach vorne. Attacke. Erste Angriffswelle. Attacke. Hier müssen wir zurückschwenken. Hier müssen wir weiter. Halt. Lass den laufen. Lass den laufen. Halt. Hold. Ruhig, Brüder. Brauchen hier aber Nachschub. Ja, der ist wieder motiviert oder was? Der muss sterben. So, Kanonen von da feuern. Kanone feuern. Und Pause. Hier, warum, du Kanone, bist du da hinten am Arsch der Welt? Komm mal näher ran. Dahin würde mir auch erstmal reichen. Diese Truppen brauchen wir nochmal
Ich würde sagen, wir schicken sie auch hier hin. Wieder durchlaufen. So. Hier hinten ist der Tod nicht. Wir wollen weiter nach vorne. Wo der Spaß ist. So. Kanonen, ihr seid noch in Bewegung, ja? Nicht, dass ihr jetzt euch da ausruht und denkt, das ist Feierabend. Es ist noch lange nicht Feierabend. So, die nächsten Motivierten. Hier, Feuer ruhig da drauf. Osborne, Blume, macht sich bereit, den in Empfang zu nehmen. Oh, der läuft. Weiter. Weiter. Ihr dürft da hinten hinlaufen. Oh, da kommt ja schon wer an. Feuer. Komm mal da ran. Ihr könnt ruhig auch schon mal so ein bisschen in die Richtung gehen, ne? Habt euch nicht so. Heute fliegen die Kugeln ein bisschen hoch über euch. Alles gut. Sinclair schicke ich hier mal an die Seite. Er wartet auf den Zug. So, Pause. Dahinter ist was. Dahinter ist was. Dahinter ist was. Dahinter ist was. Wer ist dahinter? Dahinter. Attacke. Er greift mir nicht in den Rücken. So. Wickham, komm mal weiter ran. Weiter ran. Jetzt spielen wir das Spiel weiter ran. So, in der Zeit könnt ihr hier weiter ausweichen und da so hin. Und ihr vier könnt jetzt hier rum. Kavallerie schicke ich mal an die Flanke. Und ich mache wieder. Ihr unterstützt mal. Wieder Pause. Komm mal hier hin. Wir müssen sie so langsam immer wegballern, dass der Wald unser ist. Auf jeden Fall ist der Punkt, den wir einnehmen sollen, noch nicht so weit weg. Attacke, Attacke. Baker hat aufgegeben. Wo ist denn ein Baker? Hier hinten. Baker hat aufgegeben. Baker schicken wir nach hinten, nach Hause. Das heißt, wir haben hier wieder Force frei. Wir haben Field. Und ja, den müsst ihr doch mal alle kriegen da, ne? 3 auf 1. Das doch klingt nach fair. Weiter ran, weiter ran. So, habt euch das schön hingestellt. Kommt mal näher auf den Hügel. Das macht Spaß.
jetzt kommst du. Weiter. Oh, die laufen, ist doch schon mal geil. Dahinter sind aber noch weitere Einheiten, ne? Aufpassen. Da kommen sie nicht schon. Dann kommen wir auch in den Nahkampf. Kenn ich nix. Weiter ran. Na, ihr habt ja schon Spaß. Weiter ran. Weiter ran. So, Kavallerie weiter zurück. Sind sie alle im Hügel drin. So, mach die tot da. Braucht kein Mensch. Oh, wir haben einen Sinclair wurde getötet. Sinclair ist unten links. Scheiße. Zurück, zurück. Sinclair darf nicht sterben, ihr Schweine! Kommt weiter! Laufen! Der Hügel ist unser! Jetzt müssen wir die noch halten, irgendwie. Los, Männer! Rein da! Hier oben müssen wir den Druck erhöhen. Ran da! Die Konkurrenten haben es zurückgesichert. Komm mal näher ran. Wir müssen die Schweine zerquetschen. Ran da. Los, ran da. Da steht da hinten alleine. Achso. Okay. So. Ah, wir brauchen hinten noch die Kavallerie. Das wird da alles ein Durcheinander. Jetzt haben wir einen Keil reingetrieben, ne? Das heißt, die Einheiten müssen jetzt seitlich angreifen.
Oh, ich habe da eine Kanone reingestellt, das wollte ich nicht. So. Da wusste ich doch, die werden ein bisschen nervig da. Der darf nicht laufen. Was ist denn hier los? Warum wird das hier nichts? Formieren sich hier weiter. Ihr müsst weiter vor. Also eigentlich müsste das jetzt doch hier laufen, verdammte Axt. Schicken die ersten Jungs nach Hause. Hier, Kanonen. Müsst ihr alle nah genug dran sein. Da, Feuer. Bleibt da keine Munition mehr. Was ist los? Ah, der Wald ist wahrscheinlich nicht so gut begehbar. Jetzt reicht's, Angriff. Attacke. Wir müssen den Hügel sichern, verdammte Scheiße. Dasselbe muss hier passieren, Attacke. Sie tot, haut sie weg. Penner hat aufgegeben. Wer immer Penner ist, ist mir Wumpe, wer aufgegeben hat. Prospect Hill haben wir gesichert. So, weiter. Wallace, komm näher ran, da, verdammte Scheiße. Walker hat aufgegeben. Wer immer Walker ist, ist mir auch scheißegal. Die leben ja immer noch da. Das gibt's doch nicht. Die sollen auch mal sterben. Aber wichtig ist dieser Hügel da, dass der weg ist. So, Kanonen, warum höre ich euch nicht? Alle Mann da, irgendwie ran da. Walker hat aufgegeben. Attacke. Kommt ran da. Ist mir scheißegal, wer das alles ist. Los, kommt, 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 kommt. Haben wir nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, 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 komm zurück, komm zurück. Ah, da ist gerade Platz geworden. Für Osborn, weiter vorrücken. Weiter vorrücken, weiter vorrücken. Teure Brigade hier, Iron Bridge, der Bright. Die hat echt viel scheiß Geld gekostet. So, zurück, Franklin, zurück.
So. Puh. Jetzt mache ich erstmal einen Break, glaube ich. Kaffee ist schon fast kalt, scheiße. Gut, wir machen erstmal einen Break. Ich versuche meinen Kaffee zu dezimieren, der ist nämlich schon fast kalt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.